Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Timonia Free Build. Und heute geht es ja mal wieder ein bisschen gucken, was die anderen so machen. Und ich habe es euch ja versprochen, wir gehen hier rüber und schauen mal nach, was unsere Nachbarn, also die da, wo ganz viele wohnen, und was sie halt eben alles so jetzt noch gebaut haben. Wir haben uns ja schon mal den Affen hier angeguckt, den Donkey Kong. Und ja, was jetzt da halt eben sich sonst noch so hier getan hat und wer sich hier eventuell auch irgendwo noch mit niedergelassen hat. Ich weiß gar nicht, was beim letzten Mal, wo wir hier gewesen ist, schon da gewesen ist. Also ja, das ist natürlich eine gute Frage, aber ich weiß nicht, ob dieses ja einfach fünfmal gebaute Haus, also 1, 2, 3, 4, 5. Ja, doch, fünfmal gebaute Haus da schon da war. Ich meine schon, aber wir waren nicht hier. Das kann durchaus möglich sein. Und wenn das jetzt einfach nur fünfmal dasselbe Haus ist, ist es auch sehr kreativ, kann man sagen. Und dann haben wir hier drüben ein neues Gebäude. Ritter Thompson wohnt hier. Müsste ein Supporter sein, laut dem Plot-Tag. Und ja, kommt mir eigentlich ziemlich bekannt vor, könnte auch ein Haus aus YouTube sein, aber ich will es nicht unterstellen, von daher keine Ahnung. Sieht aber auf jeden Fall ganz gut aus. Hier hinten den Blütenwald kennen wir schon. Da oben ist auch ein schönes Haus. Hier ist jetzt eine Brücke entstanden. Das müsste dieselbe Brücke sein wie dort, ne? Genau. Wir könnten ja auch mal da hochlaufen zu dem Haus gleich mal und gucken, was sich da so entwickelt hat. Was da oben ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau. Hier entsteht McDonald's soon. Okay, hier kommt anscheinend McDonald's hin. Auch nicht schlecht. Hier waren wir auch schon nicht, lange nicht mehr. Hier ist einfach eine Pyramide anscheinend gebaut worden. So eine Art, also pyramidenartig nach oben. Was da hinten ist, keine Ahnung. Wir gehen aber mal, da ist Mini Donkey Kong oder Junior Donkey Kong oder was das auch sein soll. Der macht mir Angst da unten, der Typ. Der ist stärker als ich. Was er hier sein soll. Ich glaube, Mini Donkey Kong oder Junior Donkey Kong ist das. Genau. Dann haben wir ja hier hinten mal was gehabt. Also hier oben das Haus kennen wir ja schon. Und hier hinten wurde auch mal was gebaut. Aber ich weiß es gar nicht so meins. Okay. Von Bockmarke. Bockmarke, auch schon lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Ja. War wahrscheinlich auch schon lange nicht mehr da, war aber halt eben auch eine ziemlich bekannte Person oder auch ein bekanntes Teammitglied vom damaligen City Build hier von Timoja und war auch meines Erachtens oder meines Wissens nach ziemlich lange im Team. Ne? Genau, so dann haben wir hier unten also ein bisschen was. Da gehen wir mal hin, das haben wir uns so noch nicht angeguckt. Wir hatten mal, ich meine, über diese riesen Monsterfalle mal geredet. Hier wohnt MC Elements. Der hat das Ding anscheinend gebaut. Nee, Sabro hat es gebaut. Ja. Okay. Dann haben wir hier hinten was. Das kenne ich jetzt persönlich noch nicht. Das müsste dann neu sein. Von Pauli ist das. Könnte so ein bisschen in den Wikinger-Stil gehen mit diesen Dächern, die halt eben bis nach ganz unten gezogen sind. Vielleicht so eine Art Langhaus, also Langhaus-Stilbau, sage ich jetzt einfach mal. Was hat er hier? Hier ist bestimmt sein Akt. Ah, hier ist ein totes Pferd drinne. Auch nicht schlecht. Kann man mal haben. Und dann halt eben so eine Baumfarm. Und natürlich halt eben so ein paar Tiere. Schafe brauche ich auch unbedingt. Also Schafe müssen wir irgendwo uns auch mal herorganisieren. Das wäre mal irgendwo wichtig und auch richtig. Aber das ist eine andere Geschichte. Hier hat einfach einer so eine Art Baumhaus gebaut, könnte man sagen. Und da hinten ist dann wieder so ein Blütenwald. Da kann man auch noch mal kurz hingehen. Da war ich auch noch nie. Wir haben ja Zeit in dem Fall. So. Gucken, also das ist jetzt auch hier mit einer Mauer umgeben. Aber diese Mauern halten uns natürlich nicht auf.
Wir steppen da einfach durch. Ist auf jeden Fall eine schöne kleine Butze, kann man sagen. Hier wurde anscheinend mal gequieft oder so, keine Ahnung. Achtung, Süßbären. Okay. Hier geht's nach unten. Im Keller. Auch mal nicht ganz uninteressant, kann man mal so sagen. Weizenfeld. Hier fällt man einfach durch, aber hier geht es noch mal ein Stück weiter runter. Also wir haben leider nicht überall Zugriff drauf. Dadurch, dass wir ganz einfach keine Türen und so öffnen können, ist natürlich leider so. Aber ja, es ist halt so. So, dann gehen wir mal wieder hier raus. Ups, natürlich müssen wir auch rauskommen. Das ist die. Ey, die Bären. Okay, hier komme ich nicht drüber. Mal die Jump'n'Run-Skills rausholen. Wir entfernen uns so ein bisschen von dem, was wir uns da noch angucken wollten. Aber, ah ne, da hinten ist es ja wieder. Ups, ich habe gar nichts gesagt. Dann würde ich sagen, gucken wir nochmal, was das da oben für ein Hangar ist. Oder für ein Ding, was die da halt eben ausgehüllt haben. Sieht auch ganz interessant aus. Da hinten ist auch was. Hier. Da können wir auch noch mal kurz hingehen. Also es sind schon ein paar interessante Sachen mittlerweile hier gebaut worden. Kann man mal so sagen. Also ja. Ich meine aber dafür, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Base, die man auch auf YouTube finden kann. Nur halt eben mit neueren und moderneren Blöcken gestaltet halt, ne? Also damals wurden die, glaube ich, noch mit so Stone Peaks und sowas gemacht. Ist da oben auch was? Sieht so aus, ne? Kann man auch noch mal hingehen. Also da war ich auch noch nicht. So, hier diese Bäume. Wunderschön. Also irgendwo müsste es dann hier auch reingehen in diese Untergrundbase. Aber die Frage ist dann immer noch, immer wo halt. Oder man hat halt eben irgendwo einfach einen versteckten Knopf und dann kommt man dadurch halt rein. Weiß ich jetzt aber nicht. Und reinbuddeln kann ich mich natürlich auch relativ schlecht. Hier hat man wieder so einen begradeten Berg. Existiert anscheinend ziemlich häufig. Und gehört er jemanden? Ja, BWCW gehört er dem Berg. Und ich meine, hier waren wir schon mal, oder? Ich meine, hier sind wir mal runter, also rübergelaufen und da hinten irgendwo rumgelaufen. Das soll jetzt aber auch gar nicht so Thema werden. Wir hatten hier hinten noch mal irgendwas gesehen. Das könnte ganz interessant sein. Und da gehen wir jetzt mal hin. Was hat man hier drüben? Da ist auch irgendwas. Der Questgeber wohnt hier. Okay, ist eine kleine Netterbude. Auch nicht schlecht. Kann man auch mal. Ja, kann man auch mal machen. Aber hier hinten sah es aus, als würde da was Größeres sein. Okay, da ist schon mal das erste Haus. Es sieht schon mal vielversprechend aus. Und dann gehen wir mal nach da oben. Zack, 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 zack. Okay, sieht ein bisschen aus wie Minecraft Village, aber es könnte auch ja einmal Minecraft Village sein, nur ein bisschen geplündert und halt eben zerstört. Aber ich gehe mal davon. Oder nee, das ist auch ein Village House. Ich habe gedacht, das wäre jetzt ein Haus von jemandem, der sich da mal eins gebaut hat. Leer wohnt hier, okay. Aber ist einfach nur ein geplündertes Dorf. Also schade. Auf jeden Fall eine richtig coole Umgebung hier. Man hätte hier, denke ich mal, auch cool bauen können hier oben. Also hier hast du wirklich alles, ne? Hier hast du sogar Fichten. Da müssen wir jetzt eigentlich mal schnell noch was mitnehmen für unser ja, Projekt, was wir haben, für das, was wir da bauen. Und dann müsste es die Richtung wieder zurückgehen. Was nehmen wir denn mal für eine Fichte mit? Nehmen wir jetzt einfach die hier mit. Eine wird ja erstmal reichen. Und wenn, dann weiß ich ja jetzt da auch, wo es welche gibt. Wenn ich das nächste Mal in einem halben Jahr wieder aufnehme, so ungefähr. Da hinten ist noch mal eine Brücke. Da kann man noch mal auch mal hingehen. Mal schauen, was da los ist. Zack. Also die Region, wo wir hier gebaut haben, ist schon cool, muss ich sagen. Hier gibt es relativ viele Leute, die hier eben auch gebaut haben.
Das hier ist einfach nur ein Bootstrudel. Ich habe jetzt aber kein Boot. Scheiße. Okay, dann bauen wir uns ein Boot. Ist alles kein Problem. Alles machbar mit Obi. Ach komm, machen wir jetzt einmal alle. Zack, eine Workbench. Zack, die setzen wir jetzt hier hin. Und dann ein Boot. Dann fahren wir mal Boot. Fahren wir erstmal in die Richtung hier. Ups, ich muss natürlich auch drinnen bleiben, logisch. Fahren wir erstmal in die Richtung und gucken mal, wo wir jetzt hinkommen. Weil dort in der anderen Richtung wohnen wir ja halt, ne? Aber alles schön ausgeleuchtet, ist wunderbar. Also kann man nicht meckern. Ne? Ja, mittlerweile ist auch gut was los. Wir haben es 23.30 Uhr. Kann man auch nicht meckern. Also Freebuild läuft anscheinend. So, was hat man hier? Hier hat man noch irgendwie so ein Ding einfach, aber irgendwo muss das hier doch ein Ende haben. Also ich denke mal, das wird doch jetzt nicht endlos weit sein. Wäre auf jeden Fall ganz cool, wenn wir hier jetzt irgendwas entdecken würden. Schon ein langer Gang, aber ja, durchhalten. Mit so einem Boot sind wir ja relativ zügig unterwegs. Ich meine, da vorne ist Ende. Mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Oder ist hier Ende? Boah, hier ist eine fette Schlucht, ey. Ne, hier geht es einfach nur um die Ecke. Okay. Zack. Hier geht es wieder um die Ecke. Hä? Ist hier ein Grundstück oder hat hier jetzt sich jemand was gemietet, dass man hier nicht weitermachen konnte? Fragezeichen. Ich hätte vielleicht dann doch in die andere Richtung fahren sollen und nicht hier lang. Das dauert dann doch ein bisschen länger jetzt hier. So lange ist unsere Folge aber gar nicht. Sonst dauert das wieder ewig beim Hochladen. Weil Bambusleitung regelt natürlich. Kennt ihr alle. Bambusleitung. Von Stiftung Warentest empfohlen. Eigentlich könnte ich hier auch einen Zeitraffer machen, ne? Ich denke mal, das wäre dann vielleicht irgendwo auch ansehnlicher, als wenn ich jetzt hier einfach nur geradeaus ein Duddel lang fahre. Die andere Frage ist auch ganz einfach, wer stellt sich hier hin, buddelt so einen Tunnel, der meilenweit lang ist und es weiß kein Mensch, wo das Ende ist. Scheiße, das ist doch hier eine Falle, oder? Von wo bin ich jetzt gekommen? Von dort oder von hier? Das ist jetzt die große Frage. Ich hoffe mal, dass ich jetzt weiter in die richtige Richtung fahre. Sonst war das jetzt hier alles umsonst. Aber sieht gut aus, oder? Also ich meine, hier waren wir noch nicht. Wir kommen auf jeden Fall jetzt ganz schön rum. Und es ist auf jeden Fall auch erstaunlich, dass es noch keiner kaputt gemacht hat. Hier hat sich anscheinend auch einfach mal einer mit einer Workbench dann hingestellt und hat dann hier was gemacht. Okay, hier waren wir wirklich noch nicht. Und hier geht es einfach quer übers Meer. Warum auch nicht? Also ich würde sagen, wir verschieben das mit dieser Stadtansicht dann mal auf die nächste, ich sage jetzt mal, Let's Show-Folge. Also sprich in 6 Folgen. Und wir fahren jetzt einfach mal hier zum Ende. Beziehungsweise wir können ja auch noch mal ein Stück laufen, damit man nicht nur fahren, weil das wird dann irgendwann auch langweilig, finde ich. Wenn man dann nur, ja, vor allem hier ist ja auch gar nichts, ne? Also hier ist absolut nichts. Das ist es ja halt. Huch. Hier konnte man anscheinend rein oder rausfahren. Interessant. Aber es ist ja jetzt wirklich, eigentlich will ich nur noch das Ende jetzt hier finden und dann. Das war es eigentlich schon. Also die Folge, wir sind jetzt bei 14 Minuten ungefähr. Und die Sonne, nicht die Sonne, sondern der Mond geht auf. Da gibt es doch gar nicht. Wo soll denn hier das Ende sein? Fahren wir nochmal ein Stück. So. Also, for real, wenn ihr das hier guckt, diejenigen, die das gebaut haben, meldet euch. Es ist wirklich krass, dass man sowas baut, dass man dafür ja Nerven hat,
richtig Respekt dafür. Hier ist ein Pilzbiom. Mega cool. Aber ich hoffe auch, dass daran dann am Ende, dass dort was Gutes, was Schönes, was Ordentliches rauskommt und dass es nicht einfach irgendwo in der Pampa endet, was ich eigentlich schon eher denken tue. Aber schon mal gut zu wissen, dass hier ein Pilzbiom ist. Wäre interessant, ob hier vielleicht jemand wohnt, gell? Aber abgebaut wurde hier schon mal was. Hier geht es weiter mit Pilzbiom. Ist ja ein riesengroßes. Ist ja wie bei uns im Let's Play, hä? Wäre aber wirklich mal interessant, ob hier jemand wohnt. Also könnte man vielleicht auch nochmal hinkommen, also später mal hinkommen und hier mal gucken. Vor allem mal ein paar Pilze holen oder ein bisschen Pozol. Wozu ich noch nicht weiß, für was man Pozol brauchen tut. So von der Sache her. Oh, jetzt da wollen sie hier schlafen. Einer von sieben hat schon gepennt. Müssen aber alle pennen. Sonst geht's nicht. So. Zack. Und da geht's einmal um die Kurve. Also ich hoffe mal, dass hier vielleicht nochmal eine Minecart-Strecke hinkommt. Also hier oben drauf. Könnte ja schon breit genug sein dafür. Wäre vielleicht auch ganz cool. Dann könnte man mal so eine Minecart-Tour einmal quer durch die Freebuild-Map machen. Warum auch nicht, ne? Oh, aber jetzt mal vor Wheel, wer hat das hier gebaut? Also, ich meine, wir laufen jetzt hier schon 5 Minuten lang oder folgen dem Ganzen. Jetzt, wer fährt das von Anfang bis Ende freiwillig ab oder ne, so von der Sache her? Ich meine, es ist ja noch nicht mal schnell mit dem Boot, aber es ist ein riesen Bildsbiom, sagen wir es mal so. Ne? Also, du bist ja, also du kommst zwar schneller voran, aber es ist jetzt nicht so schnell, dass man sagen könnte, okay, also ne, mit dem Home zum Beispiel wärst du da deutlich zügiger. Versteht ihr, was ich meine? Also es ist schon interessant. Ich würde aber mal sagen, ich mache jetzt an dieser Stelle mal einen Cut und hole euch dann nochmal dazu, wenn ich dort am Ende angekommen bin. Und ja, das machen wir jetzt einfach mal. So, ich bin da anscheinend jetzt, was das Fahrtechnische angeht, am Ende angekommen. Hier haben wir einen Mangrovenwald und ich weiß gar nicht, ob wir noch home-technisch was frei haben. Eher nicht. Für 5000 Coins können wir uns diesen leisten. Das machen wir auch. Wir klicken um Teleport-Punkt auf die aktuelle Position zu setzen. Ja, möchte ich. Ich möchte den Namen umbenennen. Mangroven. Ich hoffe mal, dass das richtig geschrieben ist. Ansonsten Pech gehabt. Und wenn wir jetzt Home eingeben, haben wir hier die Mangroven. Hier geht es jetzt in dem Fall noch ja, zu Fuß weiter. Wir sind ja gut zu Fuß, nicht nur zu Schiff. Hier fehlt anscheinend noch die zweite Linie hier daneben. Wurde einfach noch nicht gebaut. Ich denke mal, das wird bestimmt noch nachgeholt. Aber ich bin jetzt hier noch weitere 5 Minuten nach dem Cut umhergefahren und habe immer noch nicht das Ende erreicht. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wo das Ende sein soll. Und ich habe ehrlich gesagt auch Angst, dann das Ganze nochmal zu finden und auf der anderen Seite zu starten. Wobei natürlich da auch irgendwo unser Haus ist. Also kann das gar nicht mal so weit mehr in die andere Richtung gehen. Höchstens in die Stadt rein, wo wir ja halt eben begonnen haben. Also wo ich eigentlich, die ich eigentlich gucken wollte, wo Sapo, Digimon und Co. im Endeffekt wohnen. Hier ist noch ein Mangrovenwald. Das ist ja Wahnsinn. Also ich finde so Dinger eigentlich sonst nie. Aber ja, die Route hier ist anscheinend wirklich zu empfehlen, kann man sagen. Sehr, sehr cool. Aber die Frage ist wirklich, wer macht sich die Mühe, diese Blöcke hier alle zu setzen? Vor allem, wenn das jetzt eine einzelne Person gewesen ist. Respekt und Anerkennung dafür. Also richtig Respekt und Anerkennung dafür. Für dieses Durchhaltevermögen. Auch wenn ihr zu zweit oder zu dritt gewesen seid, das ist doch einfach nur krass, was ihr hier gemacht habt. Und die Frage ist jetzt ganz einfach auch, wo soll das Ganze überhaupt hinführen? Hier ist es anscheinend nicht fertig. Hier fehlt noch der Laufweg. Hier ist jetzt wieder nur wie vorhin eben der ja, Fahrweg. Und ich könnte jetzt hier wirklich noch
Ewigkeiten aufnehmen und ich würde wahrscheinlich immer noch nicht am Ende angekommen sein. Ich kann es ja einfach mal zeigen. Wir sind jetzt hier bei X6000 und ich gehe mal davon aus, dass wir da wahrscheinlich bis X10.000 fahren dürften. Und ja, ich habe irgendwann vor, also wenn wir jetzt hier raus sind aus diesem Berg und wir sind nicht, immer noch nicht da, ist jetzt der Ende. Ich habe vor, irgendwann mal zu streamen vielleicht. Also ich habe ja mal gesagt, ich möchte gerne jeden Monat streamen. 12 Streams im Jahr, also in diesem Jahr machen. Ich habe bisher einen gemacht innerhalb von, ja, wenn ihr das seht, 4 oder 5 Monaten, je nachdem. Und ich möchte ganz gerne auch hier auf Timolia streamen, auch mal wenigstens einmal hier den Freebuild. Und vielleicht könnte man da dann, also das wird dann auch so in die Let's Show Richtung gehen, wenn das nicht sogar schon passiert ist, wenn ihr das hier seht. Und da werden wir diesen Weg definitiv nochmal langfahren, weil der ist mir ehrlich gesagt jetzt für ein Video zu lang. Ich nehme jetzt schon fast eine halbe Stunde auf und ja, das Video wird am Ende wahrscheinlich so um die 20 Minuten lang sein, also geht schon so langsam in meine absolute Schmerzgrenze, was Videolänge angeht. Aber es ist einfach krass, was hier gemacht wurde. Ne? Wir sind jetzt, wie schon gesagt, bei fast 7000 Blöcken. Und das ist mir ehrlich gesagt zu weit. Wir können dann hinten bei unserem Makroven-Ding wieder weitermachen. Ne? Wir können ja mal zu dem Home gehen. Zack, sind wir hier. Können wir weiterfahren. Alles kein Problem. Aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt dann doch ein Ticken too much. Ja. Aber ich würde sagen, bis zur nächsten Folge von Timoja Freebuild oder zu einem anderen Projekt von mir, je nachdem, was ihr euch angucken möchtet. Und ja, die nächsten 3 Folgen sind dann wieder ja, nach Commentary. Dort werden wir dann, denke ich mal, ein bisschen Sand farmen für, ja, im Endeffekt den Sandstein für unser Gebäude, für unser Haus und mal schauen. Vielleicht dann auch nochmal ein bisschen Holz, ein bisschen Fichtenholz könnten wir auch nochmal holen. Vielleicht könnten wir auch mal hier mit Mangroven anfangen. Mangrovenholz. Wie baut man das ab? Okay. Kann man daraus was machen? Nö. Ja, mal gucken. Vielleicht hat man dafür ja auch nochmal irgendwie Verwendung. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Und ja, ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und bis dahin. Bye, bye.